Überlanges Arbeiten ist laut Experten krankheitsfördernd. Ein Ausgleich sei also dringend nötig. Doch soll es jetzt bald in Zukunft in allen Branchen eine 35-Stunden-Woche geben oder gar eine 4-Tage-Woche? Und warum fällt es gerade Frauen mit Kindern so schwer, wieder in ihren Job einzusteigen? Wie geht also am besten die Vereinbarkeit Job und Familie? Dazu spreche ich jetzt mit der Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Danke für die Einladung. Kommen wir ganz zuerst mal zum Fehlzeitenreport 2019. Der hat Einblick gegeben in die gesundheitlich bedingten Fehlzeiten in Österreich. Der hat gezeigt, rund 40% aller erfassten Krankenstände dauerten 2018 weniger als 4 Tage. Das ist ja jetzt nicht sehr viel. Sie sagen trotzdem, es gibt Krankmacher, die sich gravierend auf die Krankenstandsdauer auswirken. Welche denn? Zum Beispiel lange Arbeitszeiten. Wir wissen alle, dass der Druck im Arbeitsleben in allen Branchen im Zunehmen ist. Wir leben in einer Digitalisierung. Digitalisierung auf der einen Seite hilft uns, körperliche Arbeit abzunehmen, das heißt erleichtert die Arbeitsabläufe, aber auf der anderen Seite schafft es auch die Digitalisierung, dass Arbeitsabläufe immer schneller gemacht werden. Das heißt, man ist ständig unter einem Druck und vor allem, was wir nicht vergessen dürfen, Digitalisierung hilft uns auch sozusagen oder führt dazu, die Grenzen verschwimmen zu lassen, und zwar die Grenzen zwischen Freizeit und Job. Mhm. Man geht nach Hause, hat nur schnell das Handy in der Hand, beantwortet schnell ein Mail, beantwortet schnell einen Anruf. Das heißt, hier merkt man ganz einfach, dass die Erholungsphasen im Abnehmen sind und zu viel Arbeitsdruck macht krank. Mhm. Wie genau macht er jetzt krank? Also heißt das, die Leute sind wirklich mehr zu Hause oder ist das jetzt eher richtig Burnout-Gefahr? Burnout-Gefahr haben wir und das ist keine erfundene Krankheit, wir haben sie. Und sie breitet sich natürlich aus und hier müssen wir entgegenwirken und hier müssen wir dafür sorgen, dass die Arbeitsabläufe sozusagen entschleunigt werden und nicht noch schneller vor sich gehen. Mhm. Was gibt es da jetzt für Fakten in Bezug auf überlange Arbeitszeiten? Was haben die jetzt für eine Auswirkung auf die Gesundheit, auf die Ermüdung? Sind die Menschen jetzt wirklich mehr ermüdet oder dadurch auch kränklicher, wenn sie jetzt viel länger arbeiten würden? Ich glaube, dass wir selbst am eigenen Körper merken, dass wenn wir 5-6 Stunden arbeiten, dann ist man noch sehr motiviert. Danach nimmt es schon etwas ab. Wir wissen, dass in der 9., 10. Stunde es massiv abnimmt, die Konzentration und vor allem auch noch die Motivation. Das heißt, das macht dann krank. Und wir sehen schon, dass 11., 12. Stunde auf jeden Fall das ist, wo man sagt, wenn die Erholung dann nicht mehr da ist und man ständig im Arbeitsprozess ist, dann merkt man schon die Krankheitsbedingungen, und zwar nicht nur im Burnout, dann merkt man es auch am Bewegungsapparat, man merkt es am Skelett des Körpers. Das heißt, es macht sich mehrmals bemerkbar, nicht nur im Burnout. Mhm. Das heißt also, ein Ausgleich ist dringend nötig. Jetzt ja. Sagen Sie, wir brauchen unbedingt eine 35-Stunden-Woche. Wieso gerade 35 Stunden? Ich glaube, wir könnten über vieles diskutieren. Es geht darum, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung brauchen, um hier entschleunigen zu wollen. Mhm. Die 35-Stunden-Woche ist beim letzten ÖGB-Bundeskongress auch beschlossen worden. Und wir merken es in einigen Branchen, wo es ganz massiv ist, wo der Arbeitsdruck zunimmt. Jetzt gerade sehr aktuell in der Sozialwirtschaft, wo es um die Pflege geht. Wir wissen, dass das emotionale Schwerstarbeit ist. Dort merken wir es, dass die Menschen aussteigen, weil sie es einfach emotional nicht mehr schaffen. Dass die ist man dann im Burnout. Aber dort ist auch das, wo man merkt, dass es der Bewegungsapparat nicht mehr schafft. Und wir wissen, dass gerade in der Branche es ganz stark ersichtlich ist, dass wir 70% in Teilzeit haben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Frauen nicht mehr arbeiten wollen und das Geld nicht brauchen könnten. Das heißt ganz einfach, es geht einfach nicht mehr. Mhm. Sie schaffen nicht mehr und drum gehen sie zurück auf 70-Stunden-Woche. Leider steigen ganz viele auch aus dem Beruf aus, weil sie sagen, bis zu meiner Pension möchte ich das nicht machen. Mhm. Zur Sozialwirtschaft möchte ich dann noch später mit Ihnen reden. Aber eine Frage noch, wäre die 35-Stunden-Woche grundsätzlich ökonomisch überhaupt sinnvoll? Ich glaube, die Diskussion über Arbeitszeitverkürzung war, wenn ich mich erinnere, und ich habe das erst noch gar nicht so lange her durchgeblättert, wie es um die 40-Stunden-Woche gegangen ist, waren die Diskussionen genau die gleichen. Können wir das leisten? Ist es ökonomisch richtig? Wandern dann nicht Betriebe ab? Also wenn man sich das ansieht, sind es immer wieder die gleichen Diskussionen. Was wir aber merken ist, dass die Menschen in kürzerer Zeit viel mehr produktiver sind und viel mehr auch erledigen können. Alles wird schneller, jedes Fließband läuft schneller.
heißt, wir produzieren ohnehin viel, wir brauchen einen Ausgleich. Daher ja zur 35-Stunden-Woche. Aber auch in anderen Bereichen höre ich da jetzt raus. Wie ist das erreichbar? Schauen Sie, der Beschluss des ÖGB-Kongresses war eine 35-Stunden-Woche. Wir sagen aber, erreichen kann man das auch durch andere Maßnahmen. Wenn ich von Arbeitszeitverkürzung spreche, dann ist eine der Maßnahmen auch ein schnellerer Zugang oder ein Zugang für alle zur 6. Urlaubswoche. Wir haben Betriebe, die sagen, nach einem Jahr Beschäftigung bekommt man die 6. Urlaubswoche. Das machen Betriebe, um wirklich gute, qualifizierte Facharbeiter und Facharbeiterinnen zu bekommen. Mhm. Und mehr Urlaub, mehr Freizeit in einem Jahr bedeutet auch Arbeitszeitverkürzung. Also es gibt mehrere Schrauben, an denen wir drehen können. Es gibt auch unsere Forderung, wo wir sagen, eine 4-Tage-Woche, um sozusagen den Erholungswert zu verlängern. Das heißt, in einem Block 3 Tage Erholung zu haben. Auch das hilft natürlich, um hier zu einer Entschleunigung zu kommen, wenn wir von Arbeitszeit sprechen. Mhm. Die 4-Tage-Woche oder eben die 6. Urlaubswoche, weil Sie jetzt gerade davon gesprochen haben, gibt es da schon ein Vorbild? Ja, da gibt es ein Vorbild. Wir haben ein Bauunternehmen, das heißt Baumittelgeschäft, die sagen ja und die haben gesagt, nach einem Jahr gibt es die 6. Urlaubswoche. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch schon den einen oder anderen Kollektivvertrag, wo man es also schrittweise ansetzt zur 6. Urlaubswoche. Wir kennen auch den Bereich der Beamten, wo es ab dem 43. Lebensjahr ist, wo man sagt, alle haben diesen Anspruch. Was wir merken ist, dass in der Privatwirtschaft ganz viele öfters den Job wechseln. Das bedeutet, für die 6. Urlaubswoche brauche ich 25 Beschäftigungsjahre. Aber der Haken daran sind nicht die 25 Jahre, sondern die 20 Jahre in einem Unternehmen. Viele wechseln den Job, die einen freiwillig, weil sie was Besseres, was anderes gefunden haben, aber leider viel zu viele unfreiwillig. Und diese Beschäftigten kommen bis zu ihrer Pensionierung gar nicht mehr zur 6. Urlaubswoche. Mhm. Kommen wir nun zur Sozialwirtschaft. Die Verhandlungen bezüglich einer 35-Stunden-Woche, die gehen ja diese Woche weiter. Wie könnte man denn Ihrer Meinung nach die Pflege am besten finanzieren? Schauen Sie, wir sind davon überzeugt, es gehört budgetfinanziert. Und wenn man sagt, da ist zu wenig Geld, dann muss man schauen, wer kann mehr beitragen fürs Budget. Und da sagen wir ganz eindeutig, wir brauchen eine Millionärsteuer sowie eine Erbschaftssteuer. Keine neue Forderung, an der bleiben wir dran. Glauben Sie, würde das wirklich ausreichen oder wäre es nicht klüger, man sagt, alle müssten da über die Steuern mitzahlen? Alle, das ist gut gesagt. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Konsumenten, Konsumentinnen bewältigen jetzt 80% des Steueraufkommens. Ich glaube, es geht darum, dass jemand, der mehr hat, auch mehr dazu beiträgt. Und das ist wichtig, daher sagen wir eine Millionärsteuer, aber auch eine Erbschaftssteuer. Wie will denn die Arbeiterkammer in ihrem Kampf eben für die Vermögenssteuer einen Bündnispartner finden? Wir werden einfach unsere Forderungen weiter aufstellen. Wir werden da nicht nachlassen. Und ich lade auch wie öfter schon alle ein, sich mit mir an einem Tisch zu setzen. Diskutieren wir es einmal. Ich finde es immer sehr interessant, dass wir zuerst diskutieren, kommt genug Geld ins Haus, zahlt sich es überhaupt aus? Und niemand sagt, setzen wir uns an einem Tisch, schauen wir uns unterschiedliche Modelle an. Und schauen wir, welches Modell ist es wirklich wert umzusetzen. Und dass wir das tun sollten, sagt auch die OECD. Wir wissen, dass wir da an drittvorletzter Stelle sind, wenn es um Vermögensbesteuerung geht. Und da sollten wir ansetzen. Das wäre mal ein Schritt. Aber ich würde mal gern den einen Schritt gehen, bevor wir weitere Schritte diskutieren. Kommen wir nun zu den Sozialjobs. Das ist, wie Sie es auch schon angesprochen haben, ist eine emotionale Belastbarkeit. Richtig. Es sind vor allem Frauen in diesem Beruf. Viele arbeiten Teilzeit, sind dann auch Burnout gefährdet. Sie kriegen wenig Gehalt. Ja, wir brauchen da gar nicht diskutieren. Wie will man denn jetzt Ihrer Meinung nach die Sozialberufe attraktiver machen, und wenn man all das weiß? Das ist ein Punkt. Sie haben alles angesprochen, warum es nicht attraktiv ist. Das geringe Einkommen, die schlechten Arbeitsbedingungen und vor allem die Arbeitszeiten, die man bei diesem emotional schwierigen Job einfach nicht schafft. Hier geht es um Arbeit mit dem Menschen. Und hier geht es darum, dass das ja sozusagen auch, wo das Herz eine Rolle spielt, wenn man hier genau hinschaut. Und das geht einfach nicht länger. Und wie will man hier ansetzen? Es gibt, glaube ich, 3 Bereiche, wo man dringend ansetzen muss. Die eine Seite ist die Ausbildung. Hier ist einiges zu tun. Wir wissen auch, bei der Ausbildung gibt es die einen, die ein bisschen was dafür bekommen, manche kriegen gar nichts und es gibt andere, die sich die Ausbildung vor allem im privaten Bildungssektor selbst bezahlen müssen.
Die unterschiedlichen Personen können unter Umständen aber gemeinsam in einer Klasse, sage ich mal, sitzen und haben unterschiedliche Zugänge. Wir haben uns das angesehen, es ist ein Frauenberuf, wir haben über 80% dort Frauen beschäftigt. Und wir haben uns aber auch angesehen, wie geht es in anderen Berufen, wo es einfach, wo die Ausbildung besser bezahlt ist als in dem Bereich, also bei der Ausbildung. Wir müssen beim Einkommen ansetzen, denn eines muss uns schon klar sein, wir müssen gesellschaftspolitisch darüber nachdenken, was ist uns tatsächlich die Arbeit am Menschen wert. Die muss uns einfach mehr wert sein und wir brauchen diese Pflegekräfte, weil ich davon ausgehe, dass wir alle älter werden, Gott sei Dank, aber halt leider nicht ganz ohne Pflege oft auskommen. Daher brauchen wir mehr Personal in dem Bereich. Das heißt Einkommen, Arbeitsbedingungen, der dritte, also Bildung, Einkommen und bei den Arbeitsbedingungen müssen wir ansetzen. Mhm. Das wäre jetzt die 35-Stunden-Woche. Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, 70% der Frauen in diesen 70% in diesem Beruf sind Frauen. Ja. Arbeiten 80% noch mehr. Die arbeiten vermehrt Teilzeit. Die sind doch in der Pension dann armutsgefährdet, oder? Da müssen wir ansetzen. Daher sagen wir, ich sage es noch einmal, wir haben jetzt die Situation, dass wir über 80% in der Branche Frauen beschäftigt haben. Wir haben dort die Situation, dass 70% in der Teilzeit sind, weil sie einfach nicht mehr können. Und hier geht es darum, wenn wir jetzt eine Arbeitszeitverkürzung umsetzen können, das heißt, hier ist ja die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druckjournalismus stark dran, gemeinsam mit der Gewerkschaft wieder. Wenn man hier dafür sorgt, dass es hier um eine Arbeitszeitverkürzung geht, dann bedeutet es aber für jene, die eh schon Arbeitszeitverkürzung haben, nämlich sozusagen um ihr eigenes Geld, die in Teilzeit sind, die hätten dann eine Lohnerhöhung und sie können mir es glauben, ich habe mir diese Berufsgruppe gut angesehen, sie würden sich's verdienen. Mhm. Gut, wir bleiben gleich bei den Frauen, aber kommen eigentlich zu einem anderen Thema. Die Vorbeianalyse zum Beispiel hat ergeben, während 2005 noch 87% der Mütter mit akademischem Abschluss und Kindern zwischen 4 und 6 Jahren erwerbstätig waren, waren es 2017 nur mehr 80%. In anderen Worten, jede fünfte Akademikerin mit Kindern im Vorschulalter zieht inzwischen Heim und Herd der Karriere vor. Woran liegt denn das? Ich glaube, wir sind überzeugt, dass es bei vielen sehr unfreiwillig passiert, dass man Heim vor der Karriere vorzieht sozusagen. Was wir dazu brauchen, ist eindeutig mehr Kinderbildungsplätze. Wir brauchen mehr Plätze in den Kindergärten, nämlich ab dem ersten Lebensjahr. Und was auch dazu beiträgt, dass vor allem Akademikerinnen, die sehr häufig vorher einen wirklich tollen Job haben, sehr häufig dann die Antwort bekommen, diesen Job kann man nicht in Teilzeit machen, beziehungsweise oft vor der Situation stehen, dass sie einen anderen Job angeboten bekommen. Das heißt, wir haben noch immer in Österreich die Situation, dass ein Führungsjob nicht in Teilzeit geht, was aber gehen könnte, wenn man es möchte. Und da entscheiden sich dann halt die Frauen, bevor ich was anderes mache, das ich gar nicht möchte, dann widme ich mich mehr meinem Kind. Und ich glaube nicht, dass sie das freiwillig tun, sondern eher unfreiwillig. Das heißt, Rahmenbedingungen die Arbeitgeber möchten jetzt nicht in Führungspositionen Frauen haben mit Kindern, die nur Teilzeit arbeiten. Das ist in vielen Bereichen der Fall, so ist es richtig. Aber es würde durchaus möglich sein. Ja, ich bin überzeugt, das ist möglich. Es ist immer eine Vereinbarungssache und auch das kann man gemeinsam vereinbaren. Mhm. Früher lautete immer die Formel, die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Job steigt mit dem Qualifikationsniveau. Akademikerinnen kehren eher in den Beruf zurück als Frauen mit, sage ich mal, mittlerem oder niedrigem Bildungsniveau. Weshalb geht jetzt der Trend wirklich so in die andere Richtung? Teilweise können wir es auch nur mutmaßen, muss ich ehrlich dazu sagen, aber der Trend geht auch in die andere Richtung, weil wenn ich heute eine tolle Ausbildung habe einen tollen Job und sehe aber dann nach meiner Kinderpause, ich kriege den tollen Job nicht mehr zurück, dann ist es meistens auch eine Situation, wo ich sage, ich kann mir es finanziell auch leisten, ein paar Jahre zu Hause zu bleiben. Ich bin überzeugt, das ist ja nur, die steigen ja nicht kurz nach der Kinderpause wieder ein, sie steigen ja wieder ein, aber später. Während viele andere Mütter brauchen ganz einfach das Geld und versuchen halt jeden Job anzunehmen. Das macht die Akademikerin im Großen und Ganzen nicht. Das ist auch vernünftig so. Mhm. Wie gelingt jetzt Ihrer Meinung nach den Frauen die Rückkehr in den Job am besten?
Ich glaube, das Erste ist, was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass jeder einen Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr auf einem Kindergartenplatz hat. Nur wenn ich weiß, ich habe mein Kind gut untergebracht und der Kindergarten ist heute die erste Bildungseinrichtung überhaupt, wo wir wirklich bestens qualifizierte Pädagoginnen haben beschäftigt, die den Kindern sozusagen helfen, den Start in die erste Bildungsschiene. Dann kann auch Frau beruhigt arbeiten gehen. Und dann sind wir wieder dort, dann müssen wir über Arbeitszeiten sprechen, dass wir nicht Arbeitszeiten haben, wo man dann alle Meetings am Abend macht, wenn man besser qualifiziert ist, sondern dass man auch da darauf schaut, dass auch Frauen an Meetings, an Besprechungen teilnehmen können und dass es nicht so ist, dass man es am liebsten in den Abend legt und vielleicht dann mit einem Bier endet. Also ich glaube, hier ist auch gesellschaftspolitisch in den Unternehmen einiges noch zu tun. Welchen Einfluss haben da jetzt die Männer? Also was für einen Stellenwert haben jetzt gerade an Väterkarenz? Der ist sehr, sehr groß, der Stellenwert. Und ich weiß, also ich bin sehr lange auch schon frauenpolitisch tätig und ich weiß genau, es hat sich sehr viel zum Positiven verändert. Es gibt immer mehr Väter, die unbedingt in den Väterkarenz wollen. Es gibt immer mehr, die das sogenannte Papa-Monat, diese Familienzeit in Anspruch nehmen. Auch hier fehlt es oft so gesellschaftspolitisch, dass wir das auch anerkennen, so wie es ist. Denn die heutigen Männer wollen aktiv die Vaterrolle übernehmen. Das hat sich massiv verändert. Aber auch hier fehlt es an Rahmenbedingungen. Wir haben einen Papa-Monat, wo ich mir aber die finanzielle Grundlage von meinem Karenzgeld holen muss. Also ich nehme dort mir Geld weg und mir fehlt es dann. Wir brauchen hier ein wirklich eigenständig abgesichertes finanzielles Papa-Monat. Es sind ein paar Schrauben, an denen wir drehen müssen. Wir sind davon überzeugt, Väter wollen aktiv diese Rolle übernehmen. Es gibt ja auch viele Arbeitgeber, die gerade sagen, wir sehen das jetzt nicht so gern, wenn unsere männlichen Arbeitnehmer zu Hause bleiben bei den Kindern. Was sagen Sie denn dazu? Schauen Sie, das ist gesellschaftspolitisch und wo wir hin müssen, das wäre mein Zukunftsweg, den hätte ich gerne lieber morgen als gestern, dass es für jeden Arbeitgeber ganz klar ist, egal ob ich Mann oder Frau bei mir beschäftige, ob sich heute ein junger Mann, eine junge Frau bei mir meldet und sagt, ich möchte mich für diesen Job bewerben, dann muss klar sein, dass jeder von den beiden sich wahrscheinlich im Leben ein-, zweimal eine Auszeit für die Familie nimmt. Wir sind noch nicht so weit. Dann hätten wir eine Geschlechtergerechtigkeit, wenn ganz klar ist, wer sich die Auszeit nimmt, nämlich beide. Und dann würden wir auch ein bisschen die Einkommensschere damit schmälern, wenn man davon ausgeht, dass beide diese Zeit für die Familie auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Das wäre wirklich das Optimum, so wie Sie es gerade gesagt haben. Aber welche Auswirkungen hat das jetzt vor allem auf die Gesellschaft, auf die Frauen selbst, wenn die jetzt vermehrt in Teilzeit arbeiten oder auch zu Hause bleiben komplett? Ich gehe davon aus, den Weg gehen wir sicher nicht. Was mir immer sehr, sehr wichtig war in meiner ganzen Berufstätigkeit war, ich möchte, dass jede Frau sozusagen eine Wahlfreiheit hat. Eine Frau muss tatsächlich selbst entscheiden können, gehe ich sofort oder sehr schnell zurück in meinen Job, dann brauche ich Kindergartenplatz, dann brauche ich ein Unternehmen, das das akzeptiert. Und am besten wäre es, wenn ich gut ausgebildet bin, möchte ich gern wieder Vollzeit. Ich habe diesen Schritt damals getan, habe ihn nie bereut und es kann funktionieren, wenn man einen Partner hat. Das heißt, wenn eine Frau aber sagt, ich bleibe jetzt lieber bei meinen Kindern, dann bin ich die Erste, die sagt, ja, aber, das große Aber muss man anhängen, das wird sich am Schluss in der Pension dann schon bemerkbar machen. Wenn Frauen sagen, das ist okay, dann ist es für mich auch okay. Also ich glaube, es geht darum, Männer haben die Wahlfreiheit. Männer können locker sagen, 1, 2, 3 Kinder, ich gehe trotzdem brav meinem Job nach, die Kinder, da kümmert sich die Frau drum. Die Zeit ist vorbei. Ich glaube, das müssen wir uns besser einteilen. Und daher gilt es für mich noch einmal, jede Frau braucht die Wahlfreiheit. Jede Frau muss für sich selbst oder in der Familie entscheiden, bleibe ich zu Hause oder will ich so rasch als möglich wieder einsteigen und wenn es geht, sogar Vollzeit. Und hier haben wir gesellschaftspolitisch und vor allem mit den Rahmenbedingungen noch ganz viel zu tun. Also da ist wirklich noch viel Arbeit dahinter. Vielen Dank, Frau Andal, für dieses überaus interessante Gespräch. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Herzlichen Dank. Und danke auch an Sie, liebe Zuseher, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.